Okay, guten Abend hier zur zweiten Folge von Kinderlachen TV. Wir versuchen es mit der Technik nochmal, sieht ganz gut aus und wir hoffen euch jetzt so circa 45 Minuten eine Fußballhalbzeit zu unterhalten mit ganz tollen Gästen. Und zwar, wir haben heute hier Nika Kosny. Nika, hallo. Hallo. Wo bist du gerade? Zu Hause im Gästezimmer. In welchem Ort kann man das sagen? In Bochum. Im Büro. Okay. Peter Illmann ist da. Peter Illmann. Hallo. Jeder kennt ihn. 80er Jahre, 90er Jahre, der Moderator von den ganzen Top-Sendern, die es heute leider nicht mehr gibt. Peter, wo bist du gerade? Ich bin in Brüssel schon seit fast 3 Wochen oder 2,5 Wochen und bin hier sozusagen gestrandet bei meinem Freund, aber da bleibe ich auch gerne. Und ja, Brüssel ist eine schöne Stadt und ich versuche aus der Lage das Beste zu machen. Gut, dann kannst du uns nachher erzählen, wie es in Belgien aussieht. Und jemand, der ganz, ganz, ganz weit weg ist, unsere Botschafterin Madeleine Kanyut. Hallo Madeleine. Hallo. Wo bist du gerade? Ich bin in Detroit oder in einem Vorort von Detroit in den USA. Oh, dann kannst du uns wahrscheinlich Nachrichten aus den USA gleich geben. So, und Wir haben dabei, Marc ist dabei. Marc, wo bist du gerade? Ich bin in der Nähe von Dortmund gerade, zu Hause. Und ja, ich sage auch hier ein herzliches Hallo. Und hier, ne, so trägt man das nämlich hier. Das hat ja auch unser Ministerpräsident vorgemacht, wie man das richtig trägt in dieser Zeit, nicht wahr? Was ist das, eine Windel oder ein BH? Ja, was dazwischen, das ist ein Mundschutz, den ich noch ergattert habe. Und so trägt man den dann. Ja, eigentlich müsste ich ihn ja auch tragen, weil in Österreich ist ja seit heute, ich wollte gerade sagen Windelpflicht, nein, Mundschutzpflicht. Und ich habe meine hier oben liegen, ich habe meine gerade schon abgeholt bei meinem Lebensmittelhändler des Vertrauens. Da ist es für uns ab heute Mundschutz tragen in Österreich. Ich dachte, Madeleine, fangen wir mit dir mal an, Madeleine. Wie ist die Lage? Man kriegt ja medial so einiges mit hier in Deutschland. Wie ist die Lage gerade in den USA? Was bekommst du mit? Das gerade Musik. Also es ist, wir halten uns hier, ich bin ja in Michigan, Detroit, hier halten sich die Leute eigentlich relativ gut an die Ausgangs, es ist ja keine Sperre, also die Ausgangssperre-Empfehlung. Die Leute bleiben zu Hause, die arbeiten von zu Hause, es geht alles sehr friedlich, diszipliniert ab, so wie ich das mitbekomme zumindest. Ich bin aber natürlich jetzt auch sehr viel zu Hause und kaum draußen und bekomme auch nur das mit, was ich in den News sehe. Was hier noch der Fall ist, also es ist von Staat zu Stadt, Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden. Einige Bundesstaaten sind schon sehr streng, was die Ausgangssperre angeht und sehr gewissenhaft, also streng im Sinne von gewissenhaft. Es gibt aber auch noch Staaten, die sehen das alles noch ein bisschen lockerer. Ja, mal gucken. Also die Zahlen, die hier erwartet werden, sehen nicht so gut aus. Und die Quarantäne, empfohlene Quarantänezeit, verlängert sich ständig. Ich persönlich, bin insofern betroffen, dass wir unseren Urlaub jetzt schon abgesagt haben. Ich habe Besuch aus Deutschland erwartet, Ende Mai zwar erst, aber das wurde jetzt alles schon gecancelt. Okay. Schauen wir mal. Du bist ja seit einem Jahr mit deinem Leben, mit deinem Ehemann lebst du ja drüben. Schöne Grüße übrigens von meinem Ehemann. Dann schöne Grüße zurück an Christian, deinen Namensvetter. Du bist ja seit einem Jahr jetzt drüben mit ihm und du hast vor einem Jahr alles, was zählt, die große RTL-Sendung verlassen, die Serie, tägliche Serie. Fehlt dir das oder sagst du, ach, meine Auszeit ist eigentlich mal ganz schön schlecht? Ich war über 13 Jahre bei Alles, was zählt und es war natürlich eine mega tolle Zeit für mich. Es fehlt mir aber insofern nicht, als dass ich hier schon die Möglichkeit hatte zu arbeiten, tatsächlich als Schauspielerin und auch recht viel gearbeitet habe, zwar in 2 Theaterproduktionen, in ein paar Kurzfilmen und auch schon im Kinofilm. Und ich durfte tolle Sachen spielen, sehr emotionale Sachen zum Teil. Und war sehr für die Schauspielerseele sehr schön. Insofern sehr gut. Musste mir das Spielen noch nicht fehlen. Sehr gut. So, wir gehen mal ins Ruhrgebiet, wir gehen zu Nika. Nika, du bist zweifache Mutter. Wie muss man sich denn jetzt den Alltag vorstellen? Da wahrscheinlich viele unserer Zuseher können jetzt ein Lied von singen. Ich habe vorhin auch einen lustigen Witz bei uns in der WhatsApp-Gruppe gehört. Den werde ich jetzt mal nicht wiederholen. Vielleicht kann Marc den nachher mal vorlesen nochmal. Wie ist es mit 2 Kindern den ganzen Tag zu Hause? Sagst du, oh, Gott sei Dank, hoffe ich, beginne die Schulen bald wieder. Oder sagst du, nö, passt.
Also am Anfang war es echt schön, auch für die Kinder. Mama und Papa sind den ganzen Tag zu Hause. Und für die war das irgendwie so ein bisschen Corona-Ferien tatsächlich. Also die fanden es halt toll, 24 Stunden mit den Eltern zusammen zu sein. Aber jetzt so mittlerweile merkt man einfach, die haben alles gesehen. Die sehen immer dieselben Gesichter, dieselben Bäume. Und es gibt halt keine Abwechslung. Und es langweilt die natürlich auch. Jetzt hat mein Großer erfahren, dass die Klassenfahrt nicht stattfindet. Da ist er natürlich auch traurig drüber, dass seine Kommunion nicht stattfindet. Es wird halt alles verschoben auf unbestimmte Zeit und er vermisst jetzt natürlich auch seine Freunde und seine sozialen Kontakte, die er sonst so pflegt. Da reicht FaceTime einfach nicht. Und sonst ist es natürlich so, dass es viele Reibungspunkte gibt im Laufe des Tages, wenn die zwei, wenn denen langweilig wird, dann zanken die sich natürlich auch. Aber im Grunde merken die das gar nicht so extrem wie wir. Also für die ist es Okay. eigentlich schön. Du bist ja bei den ganzen Kinderlachen-Events, du bist ja diejenige, wo die ganzen Kinder immer drauf warten und die lieben ja, wenn Lilifee kommt und du mit denen tanzt und singst, dann sieht man die leuchtenden Augen, das macht ja auch Kinderlachen dann aus. Machst du zu Hause auch mit denen Tanz und Lilifee und sowas alles? Nee, Mama, vergiss es, dafür sind wir jetzt zu alt oder passt das dann noch? Also Lilifee jetzt nicht, aber die sind irgendwie alle total auf dem Elsa-Fieber. Hier die Eiskönigin. Ich gucke den selber gerne. Also wir haben den bestimmt schon 6 Mal gesehen oder so. Elsa 2, also Eiskönigin 2. Und alle Lieder auswendig. Es wird gesungen, die Musik wird laut gemacht und dann wird gesungen und gebrüllt und ja. Ich muss ja zugeben, ich mag ja bei die Eiskönigin unheimlich die Synchronstimme von diesem Schneemann. Ich weiß nicht, wie der heißt. Olaf. Olaf. Das weiß Olaf. sogar ich ohne Kinder. Genau, Hape Kerkeling als Synchronstimme. Weltklasse. Und die Werbung, die gerade bei Sky läuft, wie er den Hildegard? Namen der ganzen Darsteller ruft. Und am Ende ruft er eine Hildegard. Ja, Und lacht und sich dann, kaputt und sagt, ich ich kenne ja kenne keine gerade eine Hildegard. Hildegard. Ja, super. Sensationell. Also finde ich richtig gut, aber kann ich auch sehr gut lachen. Also finde ich Ja, gut. ja. Klasse. Aber wir weinen auch total bei dem Film, ne? Also lachen und weinen, Warum also, weinen? Weil weil der es voll Schnee schmilzt. traurig ist. Achso, okay. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe beide jetzt. Ich hab, Also ja, wenn ich habe das sie hier hier. vorbei ist, kommst du vorbei und dann gucken wir zusammen Eiskönigin 2. Aber mit Darek, mit Rudi, Henry müssen alle dabei sein. Ist wichtig. Ja, Speziell Darek Rudi. natürlich auch auswendig, ne? Der guckt sich den ja auch schon zum 6. Mal an. Sehr gut. Peter, Ja. wie sieht es in Brüssel aus? Was kannst du? Du mach mal so eine richtige, so eine. Ich wollte gerade sagen, Kriegsberichterstattung, aber ist es ja nicht, aber. Ja, ich bin hier live gerade aus Brüssel und Brüssel, naja, also Brüssel ist eine sehr anarchische Stadt und Belgien ja auch ein bisschen. Insofern ist das Verbot hier, das Ausgehverbot, schwierig zu handhaben, aber man hält sich größtenteils daran, also wie auch in anderen Ländern natürlich. Was mich ein bisschen langsam stört, sind so unsinnige Sachen. Und da sind zum Beispiel Parkbänke. Es gibt ja einen sehr großen Park. Und da sind sämtliche Bänke mit einem Band versehen, dass man sich nicht draufsetzen soll. Was ich etwas unsinnig finde, weil ich meine, ein Mensch alleine kann auf einer Parkbank sitzen, gerade nach dem Joggen vielleicht. Dann gibt es aber wieder Bänke an den Straßenbahnhaltestellen. Da darf man sich dann hinsetzen, auch zu mehreren. Und solche Sachen finde ich etwas nervig, weil ich akzeptiere und finde es toll, wenn sozusagen Maßnahmen gemacht werden, die das Coronavirus eindämmen. Aber wenn sie unsinnig sind, dann finde ich es nicht so gut. Finde, es gibt eine ganze Menge leider auch sehr unsinnige Sachen und ich fürchte, dass dadurch die Leute auch irgendwann ein bisschen aggressiv werden, weil sie das nicht mehr einsehen. Und dann wäre es sehr schade, weil dann andere Dinge zu kurz kommen. Okay. Aber die Lage vor Ort, sagst du, ist jetzt nicht, wo du, weil es jetzt Ausland ist, du ja normalerweise in Deutschland lebst, ist jetzt nicht für dich beängstigend, ich würde lieber nach München oder sagst du, nee, das passt schon für mich, alles ist okay. Nee, ist alles okay, weil Brüssel ist eine sehr schöne Stadt. Ich bin ja sehr oft hier, weil mein Lebenspartner, mein Freund hier wohnt. Insofern ist das für mich die zweite Heimat. Und ich mag Brüssel sehr gerne und haben wir das Glück, dass das Wetter, ich glaube, bei allen anderen auch seit ungefähr 2,5 Wochen jeden Tag super ist. Also ganz im Gegensatz zur Stimmung manchmal. Aber das hilft schon sehr, weil ich kann sehr viel rausgehen, gehe in die Parks, gehe durch die Stadt, die natürlich sehr leer ist. Aber das ist ein fast schon surreales und einzigartiges Erlebnis. Ich war heute auf der Grand Place in Brüssel, sehr bekannt mit tollen Häusern. Und da war ich mit zwei Leuten, sind wir die einzigen gewesen auf diesem riesigen Platz. Und das war gespenstisch, wirklich komisch, aber andererseits auch sehr interessant, das mal so zu sehen, natürlich, wenn Okay. man das Positive daran sehen will. Marc, jetzt mal von dir, als wir sind zwar beide Kinderlachen, aber du bist jetzt Kinderlachen jetzt hier für uns.
Die letzten 14 Tage ist ja für uns eine harte Zeit. Vielleicht kannst du mal den Leuten, unseren Zusehern, mal sagen, wie gerade die aktuelle Lage ist bei Kinderlachen, was allein das Spenden, was die Spendenbereitschaft angeht. Ja, also da können wir uns einreihen in die ganzen anderen Branchen, die auch geplagt sind und wir sicherlich auch. In den vergangenen Jahren hatten wir ein regelmäßiges Spendenaufkommen, immer wieder von teilweise bis zu 40 Überweisungen und Spenden am Tag. Und seit etwa 2 Wochen ist das mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen wirklich fast auf null runtergefahren. Und auch die ganzen geplanten Dinge, sprich die Veranstaltungen, die wir für diesen Monat beziehungsweise für den März, für den April und jetzt auch Mai und Juni mittlerweile vorbereitet haben, sind alle unisono abgesagt worden. Und wenn man überlegt, dass wir dann 10, 15, 20.000 Euro für eine Veranstaltung ja, mit den Werten hätten profitieren können, dann kann sich das jeder selber ausrechnen, wie lange das dauert, bis wir da wirklich dann auch größere Schwierigkeiten noch haben. Natürlich haben wir gut gehaushaltet, aber auch dadurch, dass die Kitas und auch Schulen geschlossen sind, ist es so, dass da auch wenig angefragt wird. Aber das wird sich bald wieder ändern und da wollen wir natürlich dann auch weiter gestärkt Kindern helfen. Und daran denkt momentan keiner. Natürlich sind die Älteren im Fokus, das ist auch richtig und wichtig so, aber für die Zeit danach ja, ist es, glaube ich, wichtig, auch an die Kinder wieder zu denken. Ja, das ist, man ist verständlich, wie du schon gerade gesagt hast, es ist verständlich, dass die Menschen andere Probleme jetzt haben und dann man spenden möchte, aber trotzdem sind wir über jeden Euro dankbar, der wieder reinkommt. Ja. Madeleine, zu dir. Wie vertreibst du dir im Prinzip? Du kannst ja im Moment leider kein Theater spielen, du kannst nicht drehen in den USA, gar nichts. Gibt es hier Tipps, wo du sagst, damit die Decke nicht auf den Kopf fällt mit deinem Mann, weil der Mann macht Homeoffice, glaube ich, ist das richtig? Ja, stimmt. Was machst du, dass du nicht sagst, boah? Ich will ganz kurz noch was zu Marc sagen und zu der Spendengeschichte. Ja, gerne. Ich habe nämlich die Erfahrung hier in den USA gemacht, man hat hier generell weniger staatliche Hilfen, als es in Deutschland ist. Aber die Spendenbereitschaft in den USA, und das geht schon ganz früh los in den Schulen, ist enorm. Und da, wenn ich sowas sehe und mitbekomme, es berührt mich immer so wahnsinnig, weil wir das aus Deutschland nicht kennen und immer so ein Riesending drum haben. Ich habe gespendet. Ich bin jetzt ganz toll, weil ich gespendet habe. Das gehört hier zum Alltag. Spenden, sei es für sozial Schwache, für Organisationen, aber auch für öffentliche Einrichtungen wie Theater und Opern, die werden nicht staatlich subventioniert. Und es gibt immer Leute, die spenden und die dafür irgendwie Donations machen. Das ist das Normalste von der Welt hier. Allein wenn ich einkaufen gehe, natürlich nicht in jedem Laden, es kommt darauf an, wo man einkaufen geht, aber wenn ich einkaufen gehe und meine eigene Einkaufstasche mitnehme, was eigentlich für uns Deutsche relativ normal ist, werde ich dafür, in einem Laden ist es zumindest so, belohnt. Weil ich kann dann sagen, okay, ich habe meine eigene Einkaufstasche, da werden mir 10 Cent für gut geschrieben. Die kann ich entweder auf meinen Kassenbon schreiben lassen oder ich sage, I want to donate. Und dann wird das automatisch an karitative Zwecke zugeführt, dieses Geld. Also du spendest ganz normal im Alltag. Eigentlich fast so ein bisschen ähnlich, wie das mit Amazon Smile ist, wo Kinderlachen ja auch in Deutschland ist. Mhm. So geht das ganz automatisch, dass man immer irgendwie ganz automatisch spenden kann, was ich total schön finde, ohne dass man es wirklich merkt aus der eigenen Tasche. Ja. Also es sind so, ja, das sind tolle Sachen, die hier selbstverständlich sind, die in Deutschland tatsächlich noch nicht so selbstverständlich sind. Ich singe hier im Chor. Moment, hast du es nicht? Ja. Moment, eins möchte ich gerade dazu sagen. Das finde ich total interessant, was du gesagt hast. Das heißt, mit Tasche gehst du einkaufen, das wird belohnt und dann kannst du das spenden. Ich spende das immer, ja. Das ist ja eigentlich, normalerweise müsste man jetzt einen Aufruf machen an die ganzen Rewe, an den Edekas, hier in Österreich, an die Villas. Natürlich, tut erstens die Welt gut, du hast ja, weniger richtig. Plastikbelastung, genau. Weniger irgendwie Müll, wenn du deine eigene Einkaufstasche mitnimmst, schlöpfst du ja auch nicht tot dran. Und dafür, dass man eben keine Plastiktüte dann von dem Laden in Anspruch nimmt oder Papiertüte oder was auch immer, das Geld kann man dann spenden. Und das geht dann an gemeinnützige Organisationen. Also das kann ist eine man, tolle Sache. Ja, das kann man zum Einkaufen nehmen, aber auch so was wie Unternehmen wie Starbucks zum Beispiel, da gibt es ja sowas schon, glaube ich, schon, mit deiner Tasse. Wenn du mit deiner Tasse kommst, muss man auch eigentlich 10 Cent kriegen und eigentlich sagen können, pass auf, spende ich dafür. Ja.
Aber du wolltest gerade noch was sagen mit Ja, Theater. Also ich singe im Chor hier und im Moment natürlich nicht, weil alles gecancelt ist, aber die Proben finden in der Highschool statt. Das war für mich natürlich hier so als Europäerin total spannend, in so eine Highschool zu kommen. Und einen Abend komme ich zur Probe und da waren ganz viele Schüler in der Schule und ganz viel los irgendwie in den Fluren. Und das ist tatsächlich so, wie man es aus den Filmen kennt, diese großen Flure, die ganzen Locker und so weiter. Und dann habe ich mal eine Schülerin angesprochen, was denn los ist, ne? Und die hatten tatsächlich eine Spendenaktion, irgendwie eine ganze Woche lang ging das. Die haben zusammengearbeitet mit verschiedenen Bäckereien und Kuchen verkauft und was weiß ich. Und im Jahr kriegen die über 100.000 Dollar an Spenden zusammen, die dann für wiederum gemeinnützige Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Was Schüler werden so erzogen hier. Mhm. Finde ich enorm. Also ich meine, natürlich gibt es in diesem Land auch viele Sachen, ne, die umso schlimmer sind, gerade in diesen Situationen, viele Arbeitslose, kein soziales Netz, wo man aufgefangen wird. Aber was die Spendenbereitschaft angeht, bin ich jedes Mal total beeindruckt. Und das ist für die normal. Ich glaube, da können wir gerade speziell jetzt in Europa oder auch in Deutschland, glaube ich, können wir einiges von lernen. Das sind also wirklich gute Ansätze gerade. Also mit den Einkaufstaschen, das finde ich gerade sensationell. Vielleicht haben wir Partner, die gerade zusehen oder es weitertragen und sagen kann, okay, mache ich in Zukunft mit, wenn ein Kunde bei mir reinkommt, dem ich keine Tüte verkaufen muss, der kann das dann spenden. Ja. Tolle Idee. Ja, und meine Decke fällt mir noch nicht auf den Kopf, um zu deiner Frage zurückzukommen. Ich habe tatsächlich irgendwie jeden Tag eine To-Do-Liste und da muss ich immer noch Dinge verschieben und weiter wegschieben, weil dann kommt wieder was anderes dazu, dann kommt dies. Also ich hatte so Sachen aufgearbeitet, wie Steuererklärung machen, Demo-Band schneiden als Schauspielerin. Es gab verschiedene Aktionen auch im Internet, wo ich dann noch mitgemacht habe. Und also bisher wurde mir Gott sei Dank noch nicht langweilig. Und Okay. Aber jetzt hast du gesagt, was man auch, da waren ja Jobs, die habe ich jetzt leider nicht mehr, so Chorsingen, Theater etc. Nika, wie ist es mit dir? Gab es irgendwelche Jobs, du sagst, die habe ich jetzt gehabt, aber durch Corona habe ich es leider verloren? Was zum Beispiel? Also noch nicht ganz verloren, jetzt nicht. Es wurde natürlich auch auf unbestimmte Zeit verschoben. Ich hätte jetzt eigentlich am 21. März Premiere gehabt beim Krimi-Dinner. Das hat natürlich nicht funktioniert, aber es wurde verschoben auf September. Ich hoffe, bis dahin kriegen wir das irgendwie hin. Und die anderen Termine, die jetzt noch im April wären, die sind jetzt noch nicht offiziell abgesagt oder bestätigt. Da muss man jetzt warten, was als nächstes passiert. Und das wäre halt so die eine Sache gewesen. Und aber wie Madeleine schon sagte, man macht sich so seine To-Do-Liste und hat auch viele Dinge, die man ja so im Alltag gar nicht geschafft hat, die nimmt man sich jetzt vor. Die Website erneuern, sagt man sich jedes Mal immer, ich muss die Website erneuern, neue Bilder reinmachen und dann kriegst du es aber nicht hin. Jetzt hast du die Zeit dazu. Das mit dem Theater ist super schade, weil ich mich super gefreut habe, endlich, weil mit zwei Kindern ist das halt nicht so einfach, weiter richtig zu schauspielen, und das wäre halt perfekt gewesen, weil es halt auch im Ruhrgebiet ist, und habe mich super gefreut, aber wie gesagt, es ist nicht aufgehoben, es ist nur aufgeschoben. Und das ist dann komplett fürs Ruhrgebiet, in Hotels etc., Restaurants ist dann ein Krimi-Dinner, korrekt? Die Madeleine hat das auch mal gemacht. Echt? Ja, genau das Gleiche, ja. Wie viel Auftritte sind das im Prinzip für so eine Tournee, für so einen Auftritt ungefähr? Das kommt darauf an, wo die Locations alle sind und wie viele gebucht werden. Okay, gut. Ja. Dann werden wir das im Auge behalten, Nika. Nach. Okay, dann behalten wir das im Auge, Nika. Ansonsten bei Kinderlachen werden wir dann auch gerne für dich werben, wenn du irgendwo im Ruhrgebiet oder auch irgendwo anders in Deutschland zu sehen bist. Es wäre in Dortmund gewesen. Ja, Wittekindshof wahrscheinlich. Ja. Richtig? Ja, das ist ja meistens drin. Peter, bei dir, du bist, glaube ich, alle 14 Tage oder verbessere mich, alle 3 Wochen kann man dich bei WDR 4 hören. Richtig? Genau, also das ist unregelmäßig. Ich bin jetzt das nächste Mal erst wieder am Karfreitag dran mit ein bisschen ruhigerer Musik. Und das ist sehr unterschiedlich. Mal bin ich auch jede Woche, immer freitags 18 Uhr WDR 4. Das ist eine sehr schöne Sendung, geht 4 Stunden lang und mit guter Musik und normalerweise guter Laune. Die letzte Sendung war gerade, als Corona so schlimmer wurde, da war ich auch etwas durcheinander, muss ich ehrlich sagen, weil da Fröhlichkeit zu verbreiten ist nicht so einfach. Auf der anderen Seite kann man ja auch nicht ständig darüber reden und darüber nachdenken. Es ist da und da muss man halt leider mit leben. Christian, was mir noch gerade einfiel, Madeleine hatte gesagt mit Amazon Smiles, das sollte man vielleicht auch allen nochmal sagen, weil es bestellen ja im Moment wahnsinnig viele Leute über Amazon. Man kann über die Firma denken, wie man will, aber vielleicht, dass alle nochmal dran denken, dass man tatsächlich, es sind zwar Cent
Vorschläge, aber dass man Kinderlachen als Hilfsorganisation eingibt, dass man da zumindest ein bisschen beiträgt. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ne? Marc, als Fachmann, glaube ich, kann dazu sagen, Marc, ist es richtig? Was genau kannst du es kurz erklären für unsere Zuschauer? Ja, statt amazon.de oder .com kann man einfach smile.amazon.de eingeben und uns dann einmal am Anfang auswählen und bei den zukünftigen Einkäufen wird man dann, ist das automatisch voreingestellt. Und das ist das Einzige, was man im Vorfeld dann machen muss. Und okay. Auch sehen, in Brüssel geht langsam die Sonne unter. Was vielleicht wichtig was ist, genau. Um die Leute zu richtig, wissen. Richtig, Peter, du musst ein bisschen vorkommen. Ich sehe schon. Mir scheint genau die Sonne. Für die Leute, darf ich denn nochmal zu Amazon Smile was sagen? Für die Leute, die das nicht kennen. Es kostet keinen Cent mehr, wenn man was einkauft. Das ist ganz wichtig zu wissen. Man kauft das ein, was man sowieso möchte, was es auch immer ist, sei es Druckerpatronen oder was auch immer. Nur man bestellt dann über Amazon Smile und dann geht automatisch von dem Betrag Geld für einen guten Zweck ab, ohne dass irgendwas man selber mehr bezahlen muss. Es kostet genau das gleiche, als wenn man es über das normale Amazon bestellt. Das ist immer ganz wichtig, weil die Leute haben ja meistens Angst, mein Geld. Irgendwie, ne? Und das ist aber in dem Fall, man kann gar nichts Besseres tun. Und also, man kann nicht einfacher spenden. Also, ändert zwar nichts daran, dass Amazon zu wenig Steuern zahlt, aber wenigstens ein bisschen was Gutes tun sie damit. Das wollte ich gerade sagen. Deswegen danke, Peter, für den Tipp. Wir haben mal darauf hingewiesen nochmal. Deswegen, du hast recht, die meisten bestellen jetzt von zu Hause, weil die ganzen Läden ja eh zu haben. Das ist ein guter Ansatz gewesen. Danke nochmal, Peter. Aber was ist der Schwerpunkt, Peter, von deiner Sendung bei WDRF? Sind das die 80er oder sind das Kulttipps? Ja, oder das sind was? 70er, 80er Geschichten. Also mir sind die 80er fast lieber, aber mit 70ern, manches ist da nicht so ganz mein Geschmack. Aber ich mache die Sendung ja nicht für mich. Insofern, das ist so eine Auswahl aus 70er, 80er Sachen. Die Leute können auch anrufen und ihre Wünsche äußern. Und da kommen manchmal ganz skurrile Wünsche dann von Titeln, die ich auch ewig lang nicht gehört habe, wo ich denke, Mensch, toll, das ist ja mal richtig gut, dass man das wieder spielt. Ich wäre gar nicht drauf gekommen. Und das macht die Sendung auch viel aus. Und deshalb hören die Leute auch sehr gerne, zumindest nach den Zuschriften, weil einfach mal auch ein bisschen Musik kommt, die man sonst nicht hört. Natürlich auch die üblichen Hits, die braucht es ja auch, aber es ist sehr abwechslungsreich. Ja. Jetzt höre ich gerade aus der Regie, wir haben etwas vorbereitet. Weil das Tolle ist, Peter, Marc und ich sind hier aufgewachsen mit dir und die Regie hat gerade gesagt, wir haben da eine Aufnahme aus ca. weiß nicht, 85, 86 von dir, von Peters Popshow in der legendären Westfalenhalle vor ca. 16.000 Zuschauern. Und ich war zum ersten Mal 87 da, da waren Hits drin wie It's a Sin, Pet Shop Boys, Depeche Mode, Samantha Fox war da nicht mehr dabei, leider für mich persönlich, Desireless, Voyage, Voyage. Yeah. Und jetzt kommt etwas eingespielt von der Regie, höre ich gerade, und deswegen mal gucken, was kommt. Und für die Fernsehzuschauer, die vielleicht gerade mit der Oma telefonieren, lassen Sie es, denn wir haben vier Künstler in der nächsten halben Stunde, zum Beispiel Camouflage oder Jermaine Stewart. So, Peter, das war ja eine tolle Zeit, 80er Jahre, du hast ja wirklich alle Großen, hast du ja damals in deiner Sendung gehabt. Ja, natürlich, die waren alle da. Das war, Peters Popshow war halt eine Show, da ging das noch, dass man Tina Turner und Janet Jackson und alle und Depeche Mode alle an einem oder sogar zwei Abenden zu Gast hatte. Das geht heute leider gar nicht mehr, weil es ist einfach organisatorisch gar nicht mehr möglich. Aber bei der Gelegenheit kann ich sagen, wir haben im Herbst ja vom WDR 4 aus eine 80er-Veranstaltung auch in der Dortmunder Westfalenhalle, die dort stattfindet. Da sind OMD dabei, Mitch, Jure, Sandra und viele, viele mehr. Und ich hoffe, dass das. Ich habe. Das ist eine andere Veranstaltung. Es gibt zwei, Christian. Es gibt eine in der Dortmunder Westfalenhalle tatsächlich. Da sind OMD und Mitch, Jure. Und dann gibt es noch eine, die ist, wann ist die? Am 15. November. 15.11. Düsseldorf. Genau, da ist dann deine besondere Freundin Samantha Fox auch mit dabei, genau, und Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood. Das allerdings ist nicht in Dortmund, sondern das ist in, warte mal, wo ist es? Düsseldorf, in der Merkur-Spielothek-Arena. In der Merkur-Spielothek-Arena. Und ich hoffe, bis dahin können wir wieder solche Veranstaltungen machen. Es ist ja Gott sei Dank noch lange hin. Man weiß ja leider nichts. Marc, was hast du für Erinnerungen an Peters Popshow so? Das ist ja auch schon ein paar Tage her. Ja, ich war ja auch regelmäßiger Gast als zahlender Besucher und ich kann mich erinnern an ein Jahr, ich glaube, das war 86 oder 87,
Und da habe ich schon mittags angestanden in der großen Westfalenhalle, war mit einem Freund damals da und wir hatten echt 6-7 Stunden Wartezeit in den Beinen, konnten in der Reihe 1 stehen und als zweiter Gesangsakt kam Paul Young. Und da war ich bedingt durch die ganze angespannte wenig Trinkenzeit so, dass ich von Sanitätern zu Paul Young rausgezogen werden musste. Das ist meine persönliche Erzählerinnerung. Ansonsten war das eine tolle Zeit und dass Peter danach dann auch zu uns gestoßen ist, als unser gemeinsamer die Ikone unserer Jugend und einer von uns ist und Teil der Familie, ist doppelt großartig. Ja, das hat mich auch gut. Kurze Frage, Marc, weil ich kannte die Geschichte noch nicht. Wo bist du dann gelandet, nachdem sie dich rausgeholt haben? Es war so ein Zelt. Das war direkt dann hinter der Bühne. Sehr unspektakulär. Ich kam also keinem, weder Paul Young noch Samantha Fox oder anderen, ein bisschen näher. Das war wirklich schade. Ja, und dann der Kollege und ich, wir mussten uns dann wieder ganz hinten einreihen. Der war natürlich für den Rest des Abends bedient und ich auch. Und da war die 7-8 Stunden komplett umsonst. Ja, aber gut, trotzdem ein schöner Abend, auch wenn wir das natürlich liebend gern in der ersten oder zweiten Reihe weiterverfolgt hätten. Madeleine, du warst ja bei einer Coverband in Deutschland, als du noch in Deutschland warst, richtig? Ja, genau, aber zu Peter, weil ich bin ja in der DDR groß geworden und ich konnte nicht zu den Live-Sachen hingehen. Das heißt, ich saß wirklich nächtelang vorm Fernseher und habe gewartet. Ich habe meistens auf Modern Talking gewartet. Ja. Oh je. Modern Talking? Hatten die DDR einen guten Namen? Modern Talking hat man geliebt in der DDR? Oh ja, total. Also, naja, es gab auch die Lage, entweder man liebte sie oder man hasste sie, aber ich war Modern Talking-Fan. Weil es gibt eins, die haben wir jetzt nicht auf Lager wahrscheinlich von der Regie, aber es gab eine Situation, da kriegte Modern Talking, das war 86 war das, und da wurde Modern Talking extremst ausgebuht und ich habe Peter Illmann, weder davor oder danach jemals so ernsthaft reden hört. Peter, was war da genau los? Erzähl's uns kurz. Ich weiß gar nicht, dass ich so ernsthaft war, aber es war in der Tat so, dass Modern Talking, nachdem sie ja schon das, glaube ich, dritte Jahr da waren, eben früher frenetisch gefeiert wurden und auf einmal dann völlig ausgebuht wurden, weil die Stimmung einfach geschlagen hat. Es wollte sie keiner mehr hören und wir mussten tatsächlich dann den Hallenton herunterdrehen für das Fernsehen, damit man nicht so viel von dem Buhen und Pfeifen hörte. Und im Fernsehen hat man es dann auch nicht so laut gehört, aber es war schon ziemlich extrem, ja, weil auf einmal Dieter Bohlen und vor allem auch Thomas Anders nicht mehr angesagt waren, weil die Leute genervt waren. Das hat sich dann alles mal wieder geändert. Das gibt es leider immer. Okay, aber wir wissen ja auch, Peter, du kannst ja auch fließend Italienisch. Ich höre gerade aus der Regie, dass wir eine Situation haben mit Eros Ramazzotti, wo die Frauen, wo Nika wahrscheinlich und Madeleine sagt, oh, einmal Eros Ramazzotti. Aber ja, ich war mal Vorbild von Eros. Du hast den gehabt, 87, nee, mit deinem... Vorband. Wir haben mit unserer Band als Vorband von Eros Ramazzotti mal gespielt, in Bonn, auf der Museumsmeile. Echt? Ja, ich habe den... Dann kamst du Eros relativ... Ah, da kommt's. Nee, warte, nee, noch nicht. Ah, okay. Ja. Marc sucht gerade. Schitte. Ja, jetzt kommt es. Italia, damit ihr auch die nächste gute Pizza serviert bekommt. Der Mann, der jetzt kommt, auf der Bühne eher ruhig, aber im privaten Leben ist er recht gefährlich. Die Titel in Italienisch, Macchi Bello Questo Amore. Bei deutscher Übersetzung, Bello hat eine Macke, aber ich liebe ihn. Und davor, Senza Perditi di Vista. Okay. Hier ist er. Oh. Ganz romantisch. Okay. Warte, sorry. Ich höre jetzt gerade aus der Regie wieder, das Bild ist nicht eingeblendet worden. Also es war Peters Popshow. Das ist auch besser so. Ja, aber das Schöne ist, ich kann euch sagen, wann das war. Das war am 6. November 1987. Da war ich zum ersten Mal bei Peters Popshow. Und ich habe diesen Satz, Macke Bello Questo Amore. Bello hat eine Macke, aber ich liebe ihn. Nie wieder vergessen. Yeah. Da war er. Ah, den kriege ich jetzt nicht. Ja, sorry. Alles gut. Christian, du weißt ja über die Popshows manchmal besser Bescheid als ich. Das habe ich schon festgestellt. Wenn ich sage, ich weiß gar nicht mehr, wann der oder die da war, dann sagt, das war genau 1987, dann und dann war die da und hat zwei Lieder gesungen. Ich sage, ja.
Oh, Wahnsinn. Also, wenn ich mal irgendwas wissen würde, meine Angesehen, ich fragen. Also, ich weiß, 1989 kam Tina Turner, da war sie schon, ich weiß nicht, wie alt Tina Turner, relativ, also du sagst schon älter, mit dem Song raus The Best, den jeder von uns kennt. Und sie kam leicht gebeugt nach vorne, so kam sie raus, als wenn sie einen Schaden gehabt hätte. Und so wurde sie von mir angesagt, aber es ist halt Tina Turner, ist halt eine absolute Legende. Und schade, dass es solche Künstler nicht mehr gibt. Deswegen. Ja, ja, ja. Apropos absolut. Legende, Mika, du bist ja mit einer verheiratet, kann man sagen. Einer, ja, aber es ist eine Fußballlegende. Ja. Im Ruhrgebiet, in Bochum, man liebt ihn, Darius Wosch. Was macht Darius gerade eigentlich? Ja, der fährt immer so einmal zum VfL. Das kann, das so ohne VfL geht nicht. Also er fährt so schon einmal kurz zum Büro, zum Stadion. Und sonst ist er auch zu Hause und abends macht er mal mit mir Sport. Echt? Was macht ihr da? Ja, so eine DVD, so eine Sport-DVD. Aber nicht mit so viel Rumgehampel, das mögen Männer ja nicht, so eher mit Hanteln. Mit Hanteln? Ja. Okay. So Ausdauerkraft. Ja. Macht er denn im Prinzip auch mit bei irgendwelchen Sachen, die den Kindern machen? Also, nee, so ein Blödsinn mache ich nicht mit. Ah, doch. Wenn ihr singt, wenn ihr Spaß macht. Doch, doch, wenn es den packt, dann macht er mit. Ich bin ja froh, dass er so einmal am Tag mit Rudi rausgeht, weil dem ist das hier, der rennt schon im Kreis. Das ist dem zu wenig. Der braucht Auslauf. Echt? Auch wenn wir einen Garten haben, aber der Rudi, der will klettern, der will im Dreck wühlen, der will raus. Das ist zu wenig. Du weißt ja, ich mag deinen Mann, ich mag seine ruhige Art. Als Fußballer mochte ich ihn sowieso nicht, wenn er gegen Dortmund gespielt hat, aber so mochte ich ihn ja. Und das ist ja im Prinzip ein total netter, sympathischer Mann, deswegen bestelle ihm schöne Grüße. Mach ich, der hat gerade die Kinder gebadet und jetzt muss er die bespaßen. Jetzt gibt es ja im Prinzip was, Nika, wenn man mit dem was macht, dann ist immer Bewegung, wie du gerade schon sagst, es wird gesungen, es wird getanzt im Prinzip. Jetzt können wir ja wenig tanzen, aber... Du hast jetzt eine Idee gehabt vorhin bei der Vorbesprechung, was die Zuschauer draus machen können und was wir im Prinzip so ein bisschen anteasern können. Was hast du vor? Ja, ich habe mir gedacht, jeder kann mal zu Hause sein Lieblingslied richtig laut laufen lassen und dazu tanzen und sich aufnehmen. Mhm. Gut, und uns markieren. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir reposten das Foto und das Video dann natürlich. Gut, also an alle da draußen. Macht die Musik richtig laut, wo ihr mal immer was machen wolltet, haut's richtig drauf, etc. Was für ein Song, wir spielen alles, werden wir posten, jedes Lied, wirklich jedes Lied. Und Marc, haben wir irgendeine Überraschung? Wir bringen irgendwas? Niemanden zum Lachen damit. Nee, wir wollten alle tanzen jetzt, das haben wir gesagt. Ja. Ach so, ja, stimmt. Ja, Peter hatte sich einen Song gewünscht. Ja, ich habe mir den gewünscht und ihr tanzt. Nee, Peter tanzt mit. Komm, alle doch, alle. Alle bitte, jetzt. Ja, dann sieht man meine Jogginghose. Oben ja, ein bisschen auf Jogginghose. Auf geht's. Ich habe auch eine Jogginghose. Oh, was ist da los? Wo ist der Song jetzt? Was für einen Song hören wir? Ich habe viel gerade. Warte. Hört ihr das? Ja. Ja, wir hören. Das ist mein Lieblingssong. Schade. Guck mal, der hat sich vorbereitet. Hallo, ihr könnt auch mitmachen, bitte. Später. Guck mal hier. Na ja schon, wunderbar. Ihr tanzt ja schon hier. Sehr gut. Ist ja schon so. Perfekt. So. Und Schluss. Ja. Also Marc, ich bin mehr so der Rocker. Ich brauche AC/DC oder so. Ah, ich liebe das Lied. Du bist mehr AC/DC. Marc hat sich vorbereitet, auf jeden Fall. Marc ist der Beste, das stimmt. Ja, der hat sich auf jeden Fall Moment, vorbereitet. Im Moment mein Lieblingssong, der klingt wie 80er, ist aber ganz neu von The Weeknd. Und die Band ist einfach fantastisch. Ich finde sie toll. Ja, wenn einer Musikgeschmack hat und Ahnung hat, Peter, dann bist du das auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch deine Meinung wertgelegt.
Jetzt mal, wir haben ja Spaß gemacht die ganze Zeit. Einmal eine kurze ernste Frage. Wir wollten zwar nicht großartig darüber reden, aber machen wir trotzdem einmal ganz kurz. Was ist eure persönliche Meinung? Kann man zwar nicht sagen, aber vielleicht gibt es ja ein Gefühl. Wann glaubt ihr, geht es langsam wieder, wo man sagen kann, das normale Leben beginnt mal wieder? Nika? Oh, mein Wunsch wäre natürlich so schnell wie möglich, aber mein Gefühl sagt mir, das wird noch länger dauern. Und das okay. So traurig. Ja, das ist verständlich. Was ist bei dir, Peter? Was glaubst du, obwohl du jetzt in Brüssel bist, aber da kriegst du ja auch ein Gefühl für? Ich schwanke selber immer. Ich hoffe natürlich auch, dass es schnell vorbei ist, aber ich glaube auch, dass es noch eine ganze Zeit lang dauern wird. Ich glaube allerdings nicht in diesem Maße, dass man das weitermachen kann, weil der wirtschaftliche Schaden wird irgendwann so hoch sein, dass es nicht mehr zu verkraften ist. Ich glaube, es geht einfach nicht. Aber ich fürchte, dass es auf jeden Fall noch bis in den Sommer hinein mindestens noch geht. Leider, ja. Okay. Madeleine, du hast jetzt, klar, du hast deutsche Wurzeln, aber du lebst in den USA, kriegst von deiner Familie mit. Was ist deine, was glaubst du? Also ich hatte immer gehofft, dass sich das Ganze bis Ende April irgendwie erledigt hat. Momentan denke ich, dass sich das wahrscheinlich ein bisschen länger rauszögert. Aber ich bin da auch mit Peter einer Meinung, dass ich glaube, dass die das irgendwelche Wege finden müssen, eben damit die Wirtschaft trotzdem weiter funktioniert. Also irgendwas muss sich ändern. Die können ja jetzt nicht 4 Monate alles runterfahren und zumachen. Das geht ja irgendwie nicht. Und da wird sich auch was finden. Menschen sind kreativ. Also ich denke, wenn es länger dauern sollte, als jetzt noch, weiß ich nicht, 6, 8 Wochen, wird sich da bestimmt irgendwas, werden sich irgendwelche klugen Leute was einfallen lassen. Was ich ja hoffe, ist, dass wenn es dann wieder langsam losgeht, dass die Wirtschaft und auch die Künstlerbranche und alles boomen wird. Weil was ich schon mitbekomme, ist, dass viele, also selbst Schüler, die vermissen die Schulen. Und man weiß dann, wenn es wieder bergauf geht oder wenn man wieder raus darf, man weiß Dinge wahrscheinlich viel mehr zu schätzen und nimmt die nicht mehr allzu selbstverständlich hin. Sei es Bildung, sei es was auch immer damit zusammenhängt. Und das kann auch ein schöner Effekt sein. Ja. Und die Marc Umwelt und zeigt sich zu erholen im Moment. Das stimmt. Ja, das stimmt. Peter, du wolltest gerade was sagen? Ich würde noch eins gerne sagen, was mich ein bisschen ärgert an der ganzen Situation, ist tatsächlich auch gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ich finde es nicht gut, dass da praktisch die Zahlen auch der Toten und der Erkrankten wie Charts oftmals gezeigt werden. Und dass jedes Mal die gleichen Diskussionen, jeden Abend sehe ich entweder Jens Spahn oder Herrn Lauterbach, die alle natürlich gar nichts mehr sagen können, aber jeden Abend gibt es die gleichen Diskussionen mit ähnlichen Leuten und ich finde, das nervt tatsächlich und macht das Ganze nicht besser, sondern nervt auch die Leute irgendwann und das finde ich ein bisschen schade. Man sollte nicht nur witzige Sendungen sehen, sondern dort das Ganze vergessen, natürlich nicht, aber man muss auch irgendwie was anderes mal im Kopf haben und nicht immer die gleichen Dinge. Jeden Abend, das finde ich wirklich schlimm. Ja, hast du recht. Marc, und wir von Kinderlachen, lass uns nicht unterkriegen, oder? Wir machen weiter. Ja, selbstverständlich machen wir weiter. Eine persönliche Anmerkung habe ich auch noch. Also Peter, auf das, was du sagst, manche Dinge sind ja auch so vorbereitet, dass man selber in der Hand hat. Was guckt man sich heutzutage eigentlich noch an? Und da habe ich mir auch den eigenen zum eigenen Schutz das angeeignet, mir nur noch wirklich ganz, ganz wenige Dinge zu dem Thema anzuhören. Heute war ein aktueller Podcast meines momentan Lieblingspodcasters, Professor Christian Drosten, nicht online, weil er eine Nasennebenhöhlenentzündung hat und keine Stimme. Da wurde schon gemutmaßt, hat er vielleicht jetzt das Coronavirus, hatte aber nicht, wurde schnell getestet. Also das ist einer, dem ich da wirklich sehr, sehr, oder wo ich ganz genau hinhöre. Und meine Vermutung ist, dass uns das sicherlich auch die nächsten 1 bis 2 Jahre noch auf jeden Fall beschäftigen wird. Auch rein in der Veranstaltungsbranche wird das zu einer kompletten Veränderung führen. Auch in diesem Jahr wird man sicherlich gucken müssen, wer ist in meiner Umgebung vielleicht auch schon infiziert, will ich da hingehen? Da gibt es ja über technische Hilfsmittel ganz, ganz viele Wege. Und wir haben auch in den letzten Wochen ganz neue kreative Dinge versucht jetzt umzusetzen und auch weiterzuentwickeln, wenn es dann halt irgendwann wieder einigermaßen normal zugeht, sprich, dass man sich dann halt auch wieder gesellschaftlich irgendwo tummeln kann. Und da hoffe ich natürlich auch, dass es in unser aller Sinne nicht mehr ganz so lange dauert, bis das endet. Ja, das ist es wirklich. Deswegen haben wir versucht, in der zweiten Folge von Kinderlachen TV so ein bisschen andere Sachen mal reinzubringen.
und nicht nur über Corona zu reden, sondern auch mal zu vergessen und dass ihr mal die Kinderlachen-Botschafter mal kennenlernt. Das war Sinn der Sendung, um mal zu sehen, was machen die eigentlich in dieser Zeit. Weil oft denkt man sich, ach, die haben doch noch ein tolles Leben, aber ihr habt selber heute gehört, dass man als Schauspieler, als Künstler, als Moderator leider auch die Gegebenheiten hat, dass man erstmal seinen Beruf, den man so liebt, nicht ausführen kann. Ich möchte mich bedanken bei euch allen, dass ihr euch bereit seid, dabei zu sein, bei unseren Kinderlachen-Botschaftern, Marc, bei dir. Es war eine tolle Sendung und wir werden euch, Marc und ich und das Kinderlachen-Team, wünschen euch allen alles Gute. Wir werden euch auf dem Laufen halten, wann es die nächste Folge gibt von Kinderlachen TV, mit weiteren Botschaftern. Wir haben ja einige, Gott sei Dank, die sich für uns einsetzen, unterstützen. Und deswegen wünschen wir euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund und bis dann. Ciao. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.